Die Hallerstraße in Hamburg ist seit neuestem ein gefährliches Pflaster, denn nichtsahnende Passanten werden hier aus heiterem Himmel attackiert. Eltern, deren Junges hüpft hilflos im Gras herum, während seine Eltern versuchen, alle Feinde zu vertreiben. Schirm aufspannen! Im Frühjahr ist mit Krähen nicht wirklich zu spaßen. Wer kann, sollte ihre Nistgebiete am besten meiden, empfehlen Naturschützer. Die Anwohner der Hallerstraße rufen die Polizei zu Hilfe. Doch die Beamten geraten selbst sofort ins Visier der aufgebrachten Rabenvögel. Denn sie versuchen, das flugunfähige Jungtier einzufangen. Eine Aktion, die für viel Wirbel sorgt, die sie aber besser hätten bleiben lassen sollen. Wer dem Nest oder den Jungtieren zu nahe kommt, wie hier in einem Kieler Park, wird in die Flucht geschlagen. Dabei sind die Krähen nicht immer zimperlich. Das bekam auch Richard Ebert aus München im vergangenen Mai schmerzhaft zu spüren, als er von mehreren Vögeln angegriffen wurde. Doch so drastische Angriffe wie auf Richard Ebert kommen hierzulande eher selten vor. Der Aufruhr in der Hallerstraße wird also bald schon verhallt sein. Bis dahin gilt es, die Straßenseite